Hallöchen, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LEGO City Undercover. Ja, Freunde des guten Geschmacks, wir sind immer noch in der Weltraumbasis, also im Weltraumzentrum heißt das, glaube ich sogar. Und ja, wir sollen jetzt uns den Buggy schnappen, den Mondbuggy. Und das machen wir genau jetzt. Oh. 3 von 5. Und ja, natürlich, ich weiß auch, dass ich jetzt am liebsten hätte, wenigstens in den Missionen, aber man kann nicht alles sammeln. Denn man muss wirklich alle Charaktere haben, oder meistens alle, um wirklich auch alles zu bekommen. Ja, deswegen muss man, ob man will oder nicht, wenn man jeden Teil, jeden Quatschi sammeln möchte, muss man die Mission wiederholen. Was wir nicht machen werden, denn nach der Hauptstory hier, ja, fangen wir ein neues Spiel an. Neues Lego-Spiel. Na, da wartet der Weltraum, die Sterne, die Lichtschwerter und die Laserpistolen auf uns. Oh ja. So, das kommt hier rein. Schwuppdiwupps. Yippie. Aber, bevor wir weitergehen, kann man das zerstören? Ja. Nein. Flutscht da nichts raus? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Ja, das zum Zusammenbauen ist kein Problem für uns. Das kriegen wir locker hin. Wie schaut es denn bei euch eigentlich aus mit Lego? Habt ihr früher gern Lego gespielt? Also echt Lego, mit echten Lego-Steinen. Habt ihr gern Sachen zusammengebaut? Falls ja, nach Modell, was ihr euch gekauft habt, oder so wildes Bauen, was ja auch möglich ist, dann schreibt es in die Kommentare. Also ich habe jetzt nicht wirklich so Modelle gehabt, wie eben Star Wars Raumschiffe, ne? Oder es gibt ja so vieles, ne? Wirklich unendlich viele Sachen. Ich habe eher Lego-Steine gehabt und aus diesen Lego-Steinen habe ich kreativ halt Sachen gebaut. Ganz einfach. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht, deswegen liebe ich auch Lego. Damit fing alles an, mit Lego-Steinen. Ganz normale, stinknormale Lego-Steine. So, jetzt zurück. Eigentlich können wir einfach da runterplumpsen, ne? Oder nicht? Wow. Nee. Kann man nicht. Hätte ja sein können. Aber hier können wir runterplumpsen. Ja, hier geht's. Na klar. Hier ist richtig. Es gibt auch noch das Spiel. Vielleicht kennt das gar nicht jeder von euch. Aber es gibt ein Spiel, das heißt, ist gar nicht so alt. Lego World. Da kannst du wirklich virtuell Lego-Bauten machen. Es ist eine Welt, die kannst du terraformen, dir Steinchen sammeln und so weiter. Nicht wirklich eine Mission, eine Geschichte, eine Story, sondern wirklich eher das Bauen ist im Fokus. Lego Worlds, genau. Ja, habe ich mal gespielt ein bisschen. Wie findet ihr das? Falls ihr es kennt. Ja. Würde mich auch interessieren. Es ist so ähnlich aufgebaut wie, ja doch, kann man sagen, wie Minecraft, nur halt im Lego-Universum mit Lego-Steinchen. So, zack. Wir sind fertig. So, richtig hier ran. Yep. Und raus hier. Hey, das ist mein Wagen. Du bist so besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na dann eben uns. Ihm jedenfalls nicht. Komm mit. Ja. Oh, oh.
Ja, erstmal schöne Käffchen hier abstellen. Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Ach, heilige. Hätte ich doch mitnehmen können, ne? Wenn ich ehrlich bin. Hätte ich dort keinen Cut setzen müssen, sondern einfach weiterspielen. Denn die Mission war ja schon vorbei. Ach, ich dachte, da kommt noch mehr. Irgendwie Verfolgungsjagd und so weiter und so fort. Nee, gar nicht. Aber nicht so schlimm. Nicht schlimm. Und dann spielen wir hier direkt wieder eine Mission. So, Apollo-Insel. Yep. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schreie ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Und wie findet ihr den Charakter Shan Huang? Also ich finde den extrem nervig. Ja, ist so lustig rüberkommen, aber ich finde ihn absolut nervig. Mir geht er ehrlich gesagt einfach nur auf den Sack. Ja, mit seiner Art, mit dem Rumgeschrei, mag ich nicht. Ist mir nicht mal lustig, nicht sympathisch, ist mir gar nichts. Ist nur nervig. Ja, nicht mein Humor. Dieses Rumgeschreie. Okay, ja, passt gut. Dann hatte ich das ja doch richtig in Erinnerung, dass wir noch abhauen müssen. 24 Sekunden, was? Wie bitte? Müssen wir hier wieder zurück, oder was? Ja, ne? Und wenn ja, warum wird es nicht angezeigt? Hier. Nee. Alles klar. Was sagt denn jetzt? What? Ja. Hammer. Story-Mission erneut. Ich bitte drum. Was ist jetzt hier? Was sollen wir machen? Gehe die Sicherheitsleuten der Apollo-Insel aus dem Weg, bis Jets meine Einfahrt. Ach so. Oh. Ich hätte einfach nur rumfahren können und weiterquatschen. Das habe ich gar nicht gelesen. Also wir müssen auf Zeit irgendwo ankommen. Nee, müssen wir nicht. Aus dem Weg gehen, klar, damit das Fahrzeug nicht zerstört wird. Das haben wir schon gerade selber gut hingekriegt. Ja. Mit der flotten Fahrt ins Wasser. Hier hätte ich gern so ein Nitro. Also die kleben uns ordentlich an der Backe. Wow. Das sind aber auch ganz schön brutal. Ganz schön aggro drauf. Fort mit euch, ihr Teufel. Achtung, hier spricht der Werkschutz. Ja, das war's. Alle Mann zurück zur Basis. Ah, da sind sie. Ja, die Faulpelze, die nichts gebacken kriegen. So. Hier geht's lang. Ja. Ich hab auch manchmal meine Macken. Auch ich mach Fehler. Passiert auch manchmal. Manchmal stehe ich auch mal gerne auf dem Schlauch und so. Aber die kriegen ja gar nichts gebacken, ne? So. Jetzt ist es richtig. Ich war einfach zu früh dran. Ja, hallo Jungs. So. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Kriegen die das wenigstens hin? Komm. Ja, hat geklappt, ja. Hätte mich nicht gewundert, wenn der jetzt ins Wasser gefahren wäre, wie ich vorhin. Wäre lustig. Wenigstens. Wir übernehmen ab hier. Folgt uns ja nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Ciao.
Bye bye, winke winke. Ja, hat Spaß gemacht. Kontrollpunkt abgeschlossen, Kapitel 8. Liebe Freier. Mann. Hier geht's aber richtig zügig los hier. Von einer Mission direkt in die nächste. Nicht schlecht. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Aha. Gut, aber jetzt machen wir es wirklich. Ich halte mich jetzt auch wirklich dran. Denn es ist nicht auf Zeit. Wir sollen ihn retten. Ach komm, 20 Minuten. Ah komm, laber nicht. Komm, such dir ein Auto. Das wird doch nicht so eine lange Mission sein wie gerade eben. Ja, weil ich wollte sagen, wir haben schon 10 Minuten hinter uns. Und ich wollte ja meistens so um die eine halbe Stunde spielen. Ja, geh weg da. Aber das wird doch nicht so ewig dauern. Das kriegen wir hin in 20 Minuten, oder? Was meint ihr, Jungs? Und Mädels? Ne? Falls Mädels zugucken, kriegen wir auch hin, ne? Ja. Komm. Ja, das Auto ist jetzt nicht das schnellste, aber besser als zu Fuß, ne? Hoppa! Das ist ein Notfall. kein Nitro, sorry. Ja, einen nassen Furz gibt's höchstens hier. Da, rot. Okay, hier haben wir ein Nitro. Und wir sind, glaube ich, eh schon da. Oh, wie schnell wir ein Cabrio machen können. Heftig. Ja, es ist schon hier. Komm, das machen wir. Das nehmen wir mit direkt. 20 Minuten. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Ja. Blauen Farbwechsler. Ja, wo gefunden? Irgendwo muss er sein. Eieieiei. Wollt ihr mich überfahren oder was? Sah so aus. Perspektive hat's gemacht. Moin Meister, wo ist hier ein blauer Farbwechsler? Kann doch nicht wahr sein. Diese Sucherei hier, ey. Mann. Vielleicht wieder irgendwo oben? Oder hier? Okay, was ist denn da? Was ist denn da? Da ist das, ja, wo wir hin müssen. Genau, wir müssen dann noch rüber. Über das Seil. Wo ist hier der Farbwechsler? Ah, okay. Da. Jetzt sehe ich's. Juhu. Zackig. Welche Farbe brauchen wir überhaupt? Ach du Lebezeit. Mensch. Blau. Ja klar. Wir brauchen blau. Das ist immer blaue. Steinchen. Ja, schnuppdischwupp. Hier haben wir wirklich, ne, die komplette Farbpalette. Aber wir nehmen blau. So. Heute habe ich echt viel zu tun. Hier haben wir auch Dynamit. Hier haben wir echt alles, ha? Hier geht's nicht. Was? Ja gut. Dann müssen wir wieder so zurück. Ich hoffe, blau bleibt. Ist das hier überhaupt irgendwo angezeigt, welche Farbe wir haben? Nee, ne? Nur wenn wir auf, ja gut, auf die Waffe gucken selber. Ja. Ich höre. Wenn du nicht bald da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ach, gib doch mal Ruhe.
Okay. Bis nach ganz oben. Alles klar, das kriegen wir hin. Hoppa. Und hier. Hoppa. Ja. Locker, flockig aus der Hüfte. Schön mit Schwung. So. Balancieren. Zack. Und zack. Und schupp. Herrlich. Ich werde festgehalten. Gegen meinen Willen. Ach, nee. Hört mich jemand? Ja, ich höre Sie. Ist das? Abgesehen von meinen Entführern. Ach so, ja, klar. Stoppt ihn! Ich höre es. Zack. Zack. Ja, ja, mach du mal, ne? Freudisch. Zack. Aber bleib jetzt liegen. Hier haben wir grün und rot zur Auswahl. Wir duckeln schon mal dran. Zick. Jetzt haben wir blau. Okay, hatten wir vorhin doch auch. Falls es überhaupt blau ist. Rot. Ja, ja. Okay, das kriege ich hin. So. Jetzt langsam, sonst bin ich zu schnell für das Spiel und dann zählt das nicht mehr, dann muss ich es wiederholen schon wieder. Okay, zusammenbauen, dann blau einfärben und weiter geht's, ne? Ja. Schuss. Und da oben. Und yep. Schafft. Wow. Das war brutal. Und das auch. Boah. Das haben die nicht überlebt. Ja, das dauert Ewigkeiten, bis sie zusammengesetzt sind wieder. Ups. Wow, halte ich fest. Chase. Nach oben, komm. Vögelchen mit Kameras. Also die Drohnen sind das. Die Lego-Drohnen. Tauben mit Minikameras. Ich gebe euch gleich. So, erstmal sammeln hier. Und zack. Und zack. 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 Und zack. Wow, also bitte. Weil ich habe immer Angst, dass er. Ach, dass es nicht greift, ne? Und dann wären wir wieder ganz unten. Das wäre richtig fies. Ja, das können wir immer noch nicht. Wir sind kein Gärtner. Weg da. So. Hoi. Einmal rüber. Vorsichtig fallen lassen. Hier müssen wir wieder nach oben. Dann nehmen wir das mal auch mal mit. So. Und hier. Zack. Und zack. Und zack. Und yep. Hier könnten wir uns eigentlich fallen lassen, aber ich lasse es mal lieber, weil ich bin mir nicht sicher. Und wie gesagt, nochmal von vorne will ich nicht. Wow. Was für ein Athlet. Was für ein Pracht-Lego-Kerl. So, hier geht's nach oben. Ja, ist auch richtig dann, ne? Aber was ist unten? Oh, ich bin neugierig, sorry. Gut, dass ich neugierig bin. Meine Neugierde hat sich mal wieder belohnt. Oh, ja.
Gellot. Und hoch am Löwen vorbei. Hat das überhaupt eine Bedeutung? Was sagt dies denn jetzt? Hopp. Rüber. Schwuppdiwupp. Und jetzt super mega. Jetzt super mega Jump. Ja. Oh Mann. Mann, wie cool Hallo. War das denn? Krass. Dave? Dave! Ja. Wow. Was ist denn? Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ja, jetzt. Boah. Au. Das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Warte. Bitteschön. Grundgütiger Himmel, Rettung naht. Oh. Verhaften Sie diese Männer. Schnappt ihn. Oh, das ist schon aber. Warte mal, wir ballern die mal weg hier. Warte. Komm, jump, jump. Wir haben doch nicht umsonst die Waffe hier, die Laserwaffe. Oder was auch immer das sein soll. Hey, was soll das? Genau. Zeigen also. Sie es denen. Oh, oh. Ja, komm, werf. Und. Staub abklopfen und ab in die Mitte, junger Mann. Jep. Mensch, lass mich mal hier erstmal die. Das war verhaften. Zwei, ja? So. Weg, weg. Weg, weg, weg. Alle weg. Und wie oft. Die Tracht Prügel hat er verdient. Yep, mit dir, du. Du hast entsorgt. Nicht unterkriegen lassen. Chips. Na gut. Vorzüglich. Ganz alte Schule. Vorzüglich. Warte mal. Oh. Dir zeigst du. Guck mal, was ich mit Geschickt dir jetzt mache. Rauf, wollt nur recht. Ja. Habt ihr es gesehen? Er hatte keine Chance. Yeah. Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Oh, nicht solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Sich sehr daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Okay. Dein Wagen ist... leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Ja, das machen wir gerne. Gewiss, oh, gewiss, Danke. Mein Herr. Ich bin untröstlich. Hm. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Oh, Chase McCain. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Chase McCain. Ja, famös, Sieh mein Herr. An, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Mhm. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Ach Gottchen, Darüber, oh nein. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmache. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Ja, bestimmt, bestimmt. Jetzt liefern wir ihn ab und ja. Dann wissen es sogar. Na, wow. Das ist ja nett. Ja, ja, gewiss, gewiss, mein Herr. Und dann ist es sogar eine super Folge, wo wir wirklich jetzt mal was abgeschlossen haben, ohne mittendrin einen Schnitt zu setzen. Guter Tag für eine Spazierfahrt. Das habe ich schon ein paar Mal geschafft, ne? Ein paar Mal habe ich es trotzdem hingekriegt. Aber klar, ne? Ich weiß halt nicht immer, was eine Missionskette Sie ist. Sie nehmen oder wohl nicht. Die Panoramastrecke. Ja, die reden gerne. Ja, ich bin doch ruhig, komm.
Rein da. Da wären wir. Mr. Blackwell, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Okay. So, Kontrollpunkt abgeschlossen. Ja, freigeschaltet. Parkour. Das freut mich. Natalia! Ich brauche vielleicht, ich betone, vielleicht deine Hilfe. Ich konnte meinen Dad in keinem anderen Büro von Chan finden. Und? Ich habe auf seinem Schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest. Wie bitte? Ich war verzweifelt. Es ist doch mein Dad, Chase. Und was, wenn ich Chan erwischt? Niemals. Ich bin sehr gut versteckt. Hey, wessen Füße sehe ich da hinter meinen Vorhängen? Hilfe! Natalia? Natalia! Oh, Natalia braucht unsere Hilfe. Ellie, schnell. Du musst mir helfen und der Chief darf davon nichts erfahren. Schieß los. Natalia steckt auf dem Schrottplatz fest und ich brauche Verstärkung, um sie da rauszuholen. Natalia Kowalski? Was geht da vor sich? Lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar Officers, die gerne hinter dem Rücken des Chiefs operieren. Sie werden sich mit dir beim Schrottplatz treffen. Die bringen dir eine Verkleidung mit. Chan soll dich ja schließlich nicht erkennen. Danke, Ellie. Damit hast du einen Stein bei mir am Brett. Okay. Rette Natalia von Chans Schrottplatz. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge, meine lieben Gaming-Freunde. Aber bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, erstmal hier nochmal gucken. Spuren führen uns zu den Lemuren. Oh. Lemuren. Daran erinnert mich das. Madagaskar. Tada! Yippie! Sehr schön. So, okay. Wunderbar. Schöne Länge von der Folge. So mag ich es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!